Hi, schön, dass ihr wieder reinschaut. Es ist endlich der 1.12. und wir dürfen das erste Türchen vom buchigen Adventskalender auspacken, denn die Clara von Karisama und die Ronja vom Buchfink und ich, wir haben dieses Jahr auch wieder unseren buchigen Weihnachtskalender gemacht, Adventskalender, und haben dieses Jahr nicht ausgelost, sondern haben einfach jeweils die andere Person beschenkt, die wir halt letztes Jahr nicht gezogen hatten. Da sind alle Geschenke aufgestapelt. Da können wir jetzt jeden Tag ein Päckchen von auspacken. Und die Clara hat, weil die tut mir total leid, die wohnt ja in Österreich und kam nicht mehr über die Grenze jetzt wegen diesem zweiten Shutdown, den sie haben. Und hat das alles zu ihrer Mama schicken lassen. Und ihre Mama hat die Pakete dann für mich eingepackt. Und hat ihrer Mama noch so eine Liste geschrieben, die für mich ausgedruckt wurde. Und da steht jetzt immer etwas zu dem jeweiligen Türchen drauf. Ich nehme jetzt einfach mal die Nummer 1. Die sieht so aus. Und jetzt lese ich euch mal vor, was sie dazu aufgeschrieben hat. Im Dezember wird es super kalt, eiskalt, wie in einer Eisfestung. Welches Buch suche ich? Oh, das ist so schwierig, weil ich bin jetzt am Überlegen. Ich habe ihr ja eine Wunschliste geschickt. Aber ich habe ja so viele Bücher auf der Wunschliste, das könnt ihr euch überhaupt gar nicht vorstellen. Was ist denn eiskalt? Und es fühlt sich nach einem Hardcover an. Jetzt weiß man natürlich nicht, geht es in eine Richtung Thriller? Ich habe einige Thriller, die in dem Bereich fallen können. Oder auch ein Fantasy-Buch. Dafür wäre es jedoch recht dünn. Ich gucke mal, ob ich vielleicht, wenn wir das Papier so ein bisschen aufmachen, ob ich es dann erraten kann. Ein Hardcover mit einem Schutzumschlag, so viel sehe ich jetzt schon mal. Jetzt müssen wir mal lunzen, wo ist denn die Rückansicht und wo ist die Vorderansicht? Es sieht sehr düster aus. Es ist irgendwie ein sehr düsteres Buch. Oh, Moment, wir könnten mal den Klappentext lesen. Also, würdet ihr da nicht gerne rein? Fragte Markus. Klar doch, sagte Emily. Nur, dass alles abgesperrt ist, haben wir dir ja schon gesagt, sagte Simon. Folgt mir. Drei Teenager dringen in eine verlassene, schneebedeckte Burg ein. Nur zum Spaß. Doch was sie als harmloses Abenteuer beginnen, verwandelt sich unaufhaltsam in eine Belagerung, aus der es kein Zurück gibt. Und es ist die Eisfestung, okay, da hätte man noch so gerade drauf kommen können, ne? Und das ist ein Buch, das ist ein Jugendthriller von Jonathan Stroud und der wurde sehr gelobt und vorgestellt von Ramona vom Kanal Littera und die hat sich bei diesem Buch wohl auch sehr gegruselt und ja, das sieht sehr cool aus hier. Also man sieht hier so richtig diesen Lageplan von dieser Burg. Sehr, sehr cool. Ich bin sehr gespannt, da freue ich mich drauf. Ein spannender Psychothriller vom Autor der Bartimäus-Reihe. Genau, sehr, sehr cool. Freue ich mich mega drauf und bin schon gespannt. Das wäre so ein richtig schönes Buch für den Januar, Februar eigentlich, ne? Wenn so der Schnee fällt und ja, da wird das richtig gut reinpassen. Mal gespannt, ob ich das hinbekomme, das dann auch jetzt mal zeitnah wegzulesen. Also ich werde mir auf jeden Fall, ich muss noch überlegen, was genau. Auf jeden Fall werde ich mir diese Bücher hier kennzeichnen aus dem Adventskalender, damit ich auf dem Schirm habe, dass ich die im Jahr verteilt mit einbaue. Weil ich glaube, es wäre sehr ernüchternd, wenn ich mir jetzt mal das Video vom letzten Jahr angucken würde. Ich weiß nicht, wie viel ich davon gelesen habe. Und das ist sehr schade drum. Deswegen werden die dieses Mal markiert und mit einbezogen. Genau. Na gut, dann würde ich mal sagen, habt einen schönen Tag, einen schönen 1. Dezember und dann sehen wir uns morgen schon wieder. Macht's gut, bis dann!